Hallo, ich bin der Loi und jetzt geht's weiter mit Kuan. Und ich habe jetzt zum ersten Mal probiert, hier auch den Löffel einzusetzen, weil wir haben ja hier ein Pulver. Und ich denke mir, wir müssen da doch was mit dem Gewicht machen. Ich habe ja ganz viel probiert jetzt mit den Tränken und das hat alles nicht funktioniert. Vielleicht können wir ja hier was machen. Moment, ich hole mir gleich mal so einen Kolben. Und dann wiegen wir den einfach. Ich weiß zwar dann immer noch nicht, wie es genau geht. Also wie falsche Tür. Ah, wieder 4 Tage nicht gespielt und schon kenne ich mich nicht mehr aus. Ich weiß immer noch nicht genau, wie das dann funktioniert. Also wie ich diesen Eimer da wegkriege, wenn der dann gefüllt ist. Oder muss ich den anderen Eimer nehmen? Das ist mir noch ein bisschen rätselhaft. So, aber jetzt haben wir das erstmal hier gut gefüllt. Ja, und jetzt muss ich mal, also ich habe zwei, vielleicht muss ich die abzählen. 3, 4. Also 4 Löffel. Ach, da kann ich auch wieder was rausnehmen. Das ist schön, aber also was das hier ist, ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt schön, aber ich kann ja diesen Eimer hier nicht mitnehmen. Das heißt, Moment, könnte ich denn jetzt das Teil da hinstellen und kann ich jetzt da auch was reinfüllen? Nee, ich kann das nur wieder mitnehmen. Na gut, ich brauche jetzt etwas, was so schwer ist wie das. Das ist zwar nett, aber ich hab sowas nicht. Das ist nicht schwer genug. Das ist zwar gut schwer, aber ja, die werden alle so sein, dass es nicht geht. Also eigentlich hat es mir jetzt immer noch nichts geholfen. Ich habe das jetzt zwar abgewogen, aber ich kann auch nicht diesen Eimer. Na, der lag da irgendwo rum. Ich kann den nirgendwo abstellen. Ja, vielleicht brauche ich den auch noch für was ganz anderes. Wie kriege ich 4 Löffel Sand in ein Gefäß, das ich dann da drüben hinstellen kann? Also oder ja, gut. Das Gefäß selbst wiegt natürlich auch noch was. Aber hier gibt's so viele Töpfe und auf der ganzen Insel, da drüben, wo bei der Schmiede, da gibt's so viele Töpfe. Ich könnte doch irgendeinen Topf nehmen, das dann hier abwiegen. Und es ist. Also Game Logic, ja? Game Logic. Einfach mal. Warum? Einfach, wenn es auch kompliziert geht. Also was muss ich jetzt machen? Ich habe keinen Plan. Und das ist ein bisschen blöd. Ja, ich kann den Löffel mit Sand da drauflegen. Oder muss ich einfach Sand draufschütten? Das wäre lustig. Dass ich einfach sage, ich tu da jetzt. Ja, aber das wird garantiert nicht gehen. Der rieselt ja auch runter. Außerdem, das nützt mir auch nichts, weil ich brauche ja noch das Gewicht von dem Behälter. Ich kann da nicht einfach 4 Löffel Sand draufkippen. Boah, ey. Also das ist echt ein bisschen merkwürdig gerade. Weil es halt so unlogisch ist. Sonst sind alle Rätsel eigentlich immer sehr logisch aufgebaut, aber das jetzt. Ich kann ja versuchen, den Eimer dort mal hinzustellen. Nee, aber ich kann den ja nur wieder aufheben.
Falsche Tür. Mann, Mann, Mann. Also das Rätsel ist echt mal knackig. Das ist wirklich knackig, aber nicht, weil ich nicht wüsste, was das Problem ist, sondern weil ich wirklich nicht weiß, was das Spiel als Lösung anbietet oder überhaupt, was es für Möglichkeiten gibt. So, könnte ich jetzt... Nee, ich kann es doch einfach wieder nur mitnehmen. Ja, ich kann den ganzen Löffel da drauflegen. Aber ich habe hier überhaupt kein Gefäß. Oder muss ich... Könnte ich das machen? Könnte ich jetzt da noch einen Löffel reintun? Nee, ich kann hier nichts machen. Ich kann hier absolut nichts machen. Ich darf keins von diesen Dingern oder das da. Wir haben hier ja noch eins übrig. Nope. Also ich verstehe es nicht. Ich verstehe einfach nicht, was für ein Behältnis das sein soll, das ich jetzt verwenden kann, was ich verwenden darf. Vom Spiel aus. Ich würde halt irgendeinen Topf nehmen. Und dann könnte man das schön mit der Waage, ja, das ist ja alles ganz sinnvoll hier, aber mit der Waage, das ist ja. Nee, ich kann das immer nur wieder einsammeln. Ich das da reintun, ne? Ich weiß nicht, wozu das hier ist. Kann auch hier mit dem Teil absolut nichts machen. Ich kann den Sand da wieder rausholen. Ja. Also ich werde jetzt nochmal offscreen ein bisschen schauen, aber dann gucke ich nach, weil das ist mir dann echt zu blöd. Und dann bin ich auch so ein bisschen stinkig, weil das ist nicht, das liegt jetzt nicht mehr im Bereich der Logik, sondern einfach nur. Das ist willkürlich und das mag ich dann nicht so. Na gut, also bis gleich. Ach, da kann ich das hinstellen. Ja, das muss mir ja erstmal einer sagen. Okay, jetzt geht das. Bin ich die ganze Zeit nicht drauf gekommen, dass man das hier drunter stellen kann. Na gut, dann versuche ich jetzt mal, das da reinzufüllen. 2, 3, 4. Okay, man braucht einen Trichter, weil da die Öffnung. Aber das. Diese ganze. Nee, das. Nee, nee, einfach mal nee. Willst mir doch nicht erzählen, dass man nicht mit dem Löffel das da reinfüllen kann, sondern man braucht erst diesen Trichter. Nee, das ist einfach unlogisch. Okay, jetzt ist es zu schwer. Ja, und jetzt? Krieg ich das auch wieder raus? Krieg ich das auch wieder raus? Wie mache ich das jetzt? Oder kann ich jetzt gar nichts mehr machen? Das wäre ja lustig. Oder einfach da? Okay, ich kann das komplett ausfüllen. Also dann probieren wir es mal mit 3 Löffeln. 1, 2, 3. Also das verstehe ich nicht, warum man da einen Trichter braucht. So, das geht. So, und das müsste jetzt reichen. Also ich hoffe mal, das stimmt dann. Und ja, dann geht es natürlich weiter mit den neuen Bereichen. Ah, ich habe jetzt hier ewig rumprobiert und rumgerätselt. Ich weiß nicht. Also das Rätsel hat mir jetzt hier überhaupt nicht gefallen. Da hätte ich das cooler gefunden, wenn das geht mit den
Who are you that wanders this world uninvited? Another explorer? What are you seeking? Power? Immortality? Or are you just a fool looking for salvation? You can't simply enjoy the power of Qu'Elnilok, not without consequences. You must leave the same way you came here, for your own sake. Okay, das war sie. Friend or foe? Wir wissen es nicht. Wir wissen ja auch nicht, ob wir dem Professor trauen können. Wir wissen auch nichts über uns selbst. Aber gut, das ist vielleicht auch nicht notwendig. Naja, eigentlich möchte ich ja hier auch wieder weg. Aber ja genau, den gleichen Weg, auf den wir gekommen sind. Und das ist das Portal. Da steht es, da möchte ich wieder durch, aber wenn sie unbedingt will, dass wir gehen, dann könnte sie ja uns eigentlich auch helfen. und sagen, hier, ich öffne dir das Portal und dann haust du wieder ab. Macht sie aber nicht. Macht sie nicht, na gut. Also nochmal, wie gesagt, das Rätsel fand ich, ja, ein bisschen... Also so ein bisschen unnötig kompliziert. Das mit dem, dass man da noch einen Trichter braucht. Da komme ich ja in 100 Jahren nicht drauf. Na gut, so, ich bin mir ziemlich sicher, hier war noch ein Schrank. Bevor ich in die andere Höhle gehe. Jap. Okay, wir haben hier... Ja, das ist... Ist das das Material, aus dem die weißen Kristalle sind? Das ist aber quasi eingeschmolzen. Okay, wir können hier irgendwas hinhängen. Aber was? Vielleicht den Eimer. Genau, den Eimer brauchen wir jetzt einfach nochmal. Das wär übel. Okay, ich glaube, das hier kann ich mal wegschütten. Das brauche ich nun wirklich nicht. Aber ich kann hier nicht... Nee. Ein Reagenzglas geht auch nicht. Nee, man braucht hier irgendeine Form oder sowas. Kann ich das dahin tun? Nope. Achso, nee, das da war aber schon offen. Okay, einen Brief haben wir auch nicht. Bin schon lange jetzt kein Brief mehr. Ja gut, ich bin auch nicht so wahnsinnig weit gekommen. Okay. Vielleicht brauchen wir den Eimer nochmal. Aber der steht jetzt halt da drüben. Den kriege ich da nicht mehr weg, so schnell. Na gut, dann gucke ich mir mal die Höhle an. Vielleicht ist ja da ein bisschen, mehr zu finden. Das ist ja dann ein neuer Bereich. So. Aber es geht wenigstens endlich mal weiter. In diesem Rätsel. Die Mine. Okay. Interessant. So, gleich mal den hier machen. Nicht, dass ich hier irgendwas übersehe. Ja, wer ist der Gute, wer ist der Böse? Ist der Professor der Gute, sie die Böse? Oder doch eher sie die Gute? Vielleicht sind sie beide, fühlen sie sich im Recht, aber keiner ist so richtig gut. Und wir geraten jetzt da zwischen die Fronten. Okay. Ach du liebe Zeit. Okay, das ist mal interessant. Plus, plus, minus, minus. Hier irgendwas mitnehmen. Da
Das ist auf jeden Fall ein Buch. Ich muss wahrscheinlich irgendwie darüber. Okay. Ich glaube, die Tür da drüben, die kenne ich. Das ist dann der Durchgang. The Ancient Gateways are the links between the worlds of the world chain. Even though these passageway entrances are part of our worlds, since time immemorial, our knowledge of them is very limited. As the material of these portals is literally invulnerable, sampling them and determining their age has been impossible so far. The mystery of the gateway serves as the cradle of many different religions all around the world chain. Ich sag doch, das ist so ein bisschen wie Stargate. Man nutzt die Tore, aber man weiß nicht, wer sie gebaut hat. According to the teachings of the Bakunists. Was ist das? Bakun was a spiritual guru who started the Bakunist pilgrimage. He mysteriously disappeared in a passage between two ancient gateways at the age of 109. Okay. Also, according to the teachings of the Bakunists, the journey between two portals is a step towards the liberation of the soul. These people gave up their pasts to become lifelong travelers. Many believe that the gateways are divine gifts and they worship these monuments as the shrines of their gods. Some groups are covering their portals with flowers and fruits of their worlds as a celebration. Though several cultist tribes around the Lashan line believe that human blood must be offered to their gods. Ach du liebe Zeit. And use the gateways as their sacrificial altars. A prominent theory states that the gateways are devices built by a technologically advanced, long extinct ancient civilization, as they serve as the very pillars of the interworld communication and the most important passages of the Empire's trade routes. The gateways are essential elements of all civilized worlds. Okay, es ist nicht so ganz klar, wer die erbaut hat, wie bei den Stargates, ja. Aber, okay, es gibt manche, die haben da dann wirklich Menschenopfer gemacht. Eieiei. Das sind doch hier irgendwie Blumen und Früchte angenehmer. Okay, ich habe hier Plus, Plus, Minus. Also das ist Plus, Plus, Minus, Minus. Ja, und dann noch drei Farben. Und hier dieses komische Zeug. Ja, das erschließt sich mir noch überhaupt nicht, was das zu bedeuten hat. Aber dann, okay, hier gibt es noch mehr blaue Kristalle. Naja, hier hat er die Kristalle vielleicht abgebaut. Okay. Das hält da nicht fest. Das schaffe ich auch mit dem Trank nicht, mit dem Schnelligkeitstrank. Nie und nimmer. Nee, ich muss hier was machen. Aber dafür brauche ich wahrscheinlich einen Code. Dass ich hier irgendeinen Code habe. Aber ich weiß nicht, wo ich den finde. Ich meine, das Einzige, was ich noch machen könnte, ist, dass ich diese Kolben auslese. Ich meine, das könnte ich sowieso mal machen, aber ich wüsste nicht, warum. Weil mit Plus, Plus, Minus, Minus hat das doch gar nichts zu tun.
man da hinten irgendwie was? Naja, da ist noch... Ist das ein Mikroskop oder so? Nee, keine Ahnung. Ja, vielleicht. Da ist aber noch so ein Gerät. Noch so eine Anzeige, okay. Hm.